jetzt geht's wieder weiter mit Banner Schoss. Auf der Playstation 5. Hier drin ist ein Geräusch zu hören. Und wir konnten auch nicht hier durch. Der New Eland. Die Primärschlacht um Quebec. Im Oktober 1690 muss die Stadt Quebec den schlimmsten Angriff in der Geschichte der französischen Kolonie über sich ergehen lassen. Portiol wurde im Mai 1690 von den englischen Kultisten eingenommen und herbergt Verluste für Frankreich und gewärtiger Speck für die Einwohner. Hier hätte es enden können, doch Major John Wilson Abient kannte keine Grenzen. Wie eine alte Wunde gab er sich nie zufrieden mit dem, was er schon geräubert hat. Nachdem er Portwall erobert hatte, wollte er auch unsere wunderbare Stadt Quebec haben. Doch unser Gouverneur Lisbeth de Bourke de Rancetio war kein Feigling und stellt sich gegen die Engländer. Er lehnt ihr Kapitalismusbedingungen ab und versprach stattdessen, ohne mit der Wimper zu zucken, die englischen Invasionen zu bekämpfen. Als er arrogante John Valley seine Schiffe in die Bucht von Quebec einlaufen ließ, wurde sie beinahe restlos von den Kanonen der Stadt versenkt, was ihm das Blut in den Adern fließen lässt. Die Milizstreitkräfte, die er an der Küste entsandt, wurde von den Französischen ebenfalls zurückgeschlagen. Die Engländer waren gezwungen, die Wahrheit zu akzeptieren. Quebec wurde niemals von ihnen gehören. Die Franzosen nutzten den Ausgang dieser Schlacht, um ihre Verteidigung zu stärken und ihre Herrschaft über dieses Teil der neuen Welt zu festigen. Es war das erste Mal, dass Quebec-Verteidigung auf die Probe gestellt wurde. The New England Primer. Sieht neu aus. Scheint von hier zu sein. Und geheiligt werde dein Name, Marcy. Unser geliebter Engel, der in den Himmel aufgefahren ist. Ich bin beschäftigt. Was wollt ihr? Entschuldigt die Störung, werter Herr. Was wollt ihr, McWraith? Was ist mit euren Händen passiert? Ein Engel stieg aus dem Himmel herab und gab mir das Mal unseres Herrn Jesu. Wir können über die Bibel sprechen, wenn ihr möchtet. Wundmale? Überraschend katholisch. Ich vermute, ihr habt diese Gotteslästerung nicht ernst gemeint. Aber seid gewarnt, zum ersten und letzten Mal. Erzählt mir von diesem Engel. Wie habt ihr ihn kennengelernt? Der Engel ist meine Schwester und sie trägt die Male des Herrn. Marcy wanderte tagelang durch die Wildnis und eines Tages kehrte sie zurück, um ihr Volk anzuführen und zu erretten. Er wird von einem Geist heimgesucht, aber hält ihn für einen Engel. Ich hoffe doch, du schreibst mit, Red McWraith. Nur was von eurer Schwester. Es tut mir leid, dass ihr eure Schwester verloren habt, und ich bin froh, dass ihr sie wieder habt. Erzählt mir von ihr. Glaubt ihr an Wunder, Mr. McWraith? Ich glaube an das Übernatürliche und das Außergewöhnliche. Also ja, ich glaube an Wunder. Ich glaube jedoch nicht an Engel. Wenn ihr erst in der Gegenwart meiner Schwester seid, ändert ihr eure Meinung. Sehr gern. Wo kann ich sie finden? In der Nähe der alten Mühle befindet sich eine versteckte Höhle am Ende des langen Strands. Das ist unser geheiligter Ort. Dort wird sie sein. Sie konnten ihre Leiche nie finden, aber sie ist immer noch da. Ich muss mich jetzt von euch verabschieden, mein Herr. Möge Gott euch behüten, denn ich werde es nicht.
Das haben wir schon. Das haben wir schon alles durchgelesen. Erreiche die alte Höhle. Wenn Yu auf den Geist seiner Schwester setzt, ist er ein Narr. Er versucht, Antworten durch seinen Glauben zu finden. Na, dann sucht er jedenfalls am falschen Ort. Man weiß es nicht. Das weiß man nicht. Das ist auch unsere letzte Spurenermittlung, was wir noch haben aktuell. Okay. Geschwister. Fühlst du dich schuldig wegen Ayumide und Temi? Ich weigere mich, mich schuldig zu fühlen. Aus Prinzip. Ja, ich fühle mich schuldig. Ich hätte die Reise antreten sollen. Ich hätte sie besuchen sollen. Die Zeit verfliegt. Oh, und wie sie verflogen ist. Warte. Möchtest du nicht auch auf dem Ozean segeln, wenn du die Meeresluft riechst? Ich habe mich immer schon gefragt, wo deine Liebe zu Booten herrührt. In meinem letzten Leben war ich auf jeden Fall ein Pirat. Es ist noch nicht vorbei. Schämen. Er macht sich an die Leiche ran. Achtung! Ein Schämen ergreift Besitz. Stirb, du Drecksau! Da. Schon lesen. Such nach dem Höhleneingang. Wessen Kleidung ist das? Wer? Das haben wir hier richtig. Der Schleier ist hier so hauchdünn wie in der Höhle, wo du mich gefunden hast. Das gleiche Gefühl der Einsamkeit droht einen zu erdrücken. Hier steht etwas geschrieben. Ich werde auf dich warten. Hier steht etwas geschrieben. Ich glaube, das ist von Marcy. Für dich.
Hast du etwa Angst vor einem kleinen Schlag? Stirb, du Drecksau! Oh. Mach dich auf zur Stätte deiner Ruhe? Wir haben wohl unterschiedliche Definitionen von einer Stätte der Ruhe. So, lass nun, mein Gott, dein Auge öffnen sein, deine Augen öffnen sein und dein Ohr aufmerksam das, auf das Gebet dieser Stätte. So mach dich nun auf, Herr, Gott, zu deiner Ruhe. Du und die Ladung deiner Macht, lass dein Priester Gott, Herr Gott, mit Heil angetan werden und deinem Heiligen sich erfreuen über den Guten. Du, Herr Gott, wende dich nicht von dem Anblitz deiner Gesalbte, denk an die Gnade, dein Knecht David hieß. Mercy Pelte Tagebuch, 6. Juli 1693. Mutter hat recht. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Warum hat er mich auserwählt? Und zu welchem Zweck sollte ich seine Kunde verbreiten? Soll ich still sein? Mit wem kann ich über diese Vision sprechen? Warum ist es mir nicht klar? Ich bete, dass er zu mir spricht, aber es ist vergebens. Vielleicht sollte ich noch etwas länger warten. Vielleicht kann Gott mich erleuchten. Vielleicht sollte ich Ihnen das sagen. 21. Juli 1693. Es war richtig, Gott meine Vision zu erzählen. Er ist sich sicher, dass dies die Worte unser Herz sind. Ich sollte ihn von jeder meiner Vision erzählen, damit er mir dabei helfen kann, ihr Sinn zu ermitteln. Und dann werden wir wissen, warum uns der Herr sich erschlossen hat, mit mir zu sprechen und wie wir seine Kunden verbreiten können. 12. September 1693. Ich fühlte eine Wärme in meinem Herzen, auch wenn die Stimme in meinem Kopf niemals Ruhe gibt, weiß ich jetzt doch, wem sie gehört. Die Engel sprechen zu mir und unser Herr zeigt mir Dinge. Ich bin mit ihnen verbunden, ich wurde auserwählt. 5. Januar 1694. Alle meine Visionen ähneln sich für gewöhnlich, sind sie verschwommen. Und es ist mehr als eine Art Gefühl. Doch letzte Nacht war es anders. Ich konnte eine Gestalt erkennen. Einen geflügelten Wesen. Es war ein Engel, da bin ich mir sicher. Er schwebte über New Eden in der Luft. Alles war dunkel, aber der Engel war von einem hellen, leuchtenden Heiligschein umgeben. Er schallte seine Hand nach mir aus und ich ergriff sie. Und plötzlich wurde alles grell. Ich fühle mich sicher und geboren. Der Fluch war verschwunden. Ich glaubte, das bedeutet, dass ich der Schlüssel bin. Ich kann Juinen retten. Und sie brachte Jesus an einen Ort namens Gologat. Das heißt übersetzt Schädelhülle. Dort reicht sie ihnen Wein und die Myrrhen Gewürz war, aber er nahm ihm nicht. Dann kreuzte sie ihn, sie warfen das Los und verteilen seine Kinder unter sich und gaben jenen, was ihnen verfiel. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzten und eine Aufschrift auf eine Tafel gab seine Schuld an, der König der Juden. Ich habe Eintopf mitgebracht, dein Lieblingsgericht, und auch Brot und Wasser.
Das riecht so wunderbar. Danke dir. Aber ich muss dich leider enttäuschen, denn ich faste gerade. Wie unser Herr Jesus Christus es einst selbst tat. Du und er, ihr wandelt wahrlich auf denselben Pfaden. Ich bin ja so stolz auf dich. Hugh Batchelor ließ seine Schwester verhungern. Er ist überzeugt, dass sie von Gott auserwählt wurde. Glaubt sie das auch? Lass uns nach Marcy suchen. Sie kann nicht weit sein. Ich werde dein Leuchtfeuer in der Dunkelheit sein. Ich spüre einen... Ich weiß nicht, ob ich das tröstend oder beängstigend finden soll. Ich wäre für gruselig. Durch mich werden deine Geglaubten, deine Gebete... Sie klingt rastlos. Wie lange ist es her, dass Hugh zurück ist? Gott verliert nicht die Hoffnung. Gott wird uns vergeben. Ich bete für deine Gnade. Das Böse darf deinen Glauben nicht zerstören. Bitte komm zu mir zurück. Wo bist du, Hutch? Verlass mich nicht. Wir dürfen das Glauben nicht zerstören. Schon vor den Bachelors hier gewesen sein. Die ersten Siedler? Eingeborene. Schnell! Verpisst euch!
Wie macht man das? Zielübungen gefallen. Als ob du die nötig hättest. Eine Truhe. Fuck mit dir! Überall diese Leinstoff. Rüberspringen? Nee, da waren wir. Ach nee, da waren wir, okay. Das heißt also. Atotros Notizheft, Eintrag vom März. 16. März 1637. Die Prozess sind von ihrer Reise nach Provinzies zurück. Seltsamerweise wechselt Anton nur einige wenige Worte mit mir. Er sah ernst aus oder misstrauisch. Ich bin mir nicht sicher. Für gewöhnlich ist er gesprächfreudiger. Auf der Reise muss es was vorgefallen sein. 18. März 1637. Letzte Nacht habe mir Elto und Anton einen Besuch gestattet und mir von einem seltsamen Buch erzählt, von einem gewissen Apripra. Angeblich hätte sie es von einem Händler erhalten, der wiederum von den Treuhändler erhalten haben sollte. Sie meinen, dass das Buch wirkt dunkle Geheimnisse über die Unsterblichen enthalten und sie wollen, dass auch ich es lese, da ich mehr Erfahrung hätte. 5. März 1637. Ich habe das Buch fertig gelesen. Es enthält eine jede Menge verbotenes Wissen und Wiedergeburt ist nur wenig im Kapitel die Rede und unsterblich noch weniger. Aber die Rituale sind kompliziert geschrieben. Ich denke, dass wir sie nach ein paar Monaten des Übens selbst durchführen könnten. 26. März 1637. Ich habe Anton und seiner Frau von meinen Ergebnissen erzählt und wir konnten ein einfaches Ritual durchführen,
um einen Geist zu beschwören. Es war ein gewaltiger Erfolg. Der alte Richard, der schon viele Jahre gestorben war, kehrt für einige Minuten zu uns als Geist zurück. Ethel scheint eine wahre Begabung für derlei okkulte Dinge zu haben. Wir müssen Anton versprechen, dass wir vorerst niemanden davon erzählen würden. Gibt es eine Höhle in New Eden, in der sich keine Okkultisten aufhalten? Sie waren auf der Suche nach dem Teufel. Marcy wollte Gott finden. Und jetzt hat ein Engel sich hier niedergelassen. Tja. Anton, du siehst so Einträge von April. 16. April 1637. Anton und ich lernen weiterhin eifrig, die kleinen Rituale faszinierend zu erforschen. Waren, wie die Welt der Geister funktioniert. Ende hingegen begann mit dem Studium komplette Rituale, die weiter hinter im Buch geschrieben stehen, was wir gefunden haben. 21. April 1637. Eintel glaubte, dass wir mehr Leute für die Rituale brauchen. Anton schlug uns vor, unseren Nachbarn ein Buch zu erzählen, um nicht die Hexerei so besichtigen zu werden, und entschlossen wir uns dazu, Jack und April Tom einzuweihen. Wenn sie uns zuhören, können sie ihre Familie sehr leicht konfrontieren. 1. April 1637. Anton hat alle in seine Scheune versammelt, um eine Rede für unseren neuesten Mitglied abzuhalten. Ich muss zugeben, dass er durchaus eloquent sein kann, wenn es die Situation erfordert. Jetzt sind wir zu siebt, mehr als genug für jedes große Ritual durchzuführen. Red, hier. Ich habe was gefunden. Ich will aber zuerst hier durchgucken. Okay, da ist die Leiche. Okay. Mercys Messer, ein rostiger Messer, dessen Klinge mit Mercy Blut befleckt ist. Ihre Geisterfessel. Ein blutverschmiertes Messer in einer düsteren Höhle. Immer wieder eine Freude. Und es will uns etwas mitteilen. Imarada Sentus. Sie hat sich selbst Schnitte zugefügt. Wo kam das Geflüster her? Vielleicht stand sie unter dem Einfluss eines bösen Geists. Da ist eine Blutspur. Wir sollten ihr folgen.
Arteritos Notizen. Eintrag vom September. 2. September 1637. Seit die Risse in der Wand aufgetaucht sind, sind die Geister rastloser. Unsere Rituale werden immer instabiler. Die Höhle ist kein sicherer Ort mehr. Wir haben allerdings keinen anderen Ort, an dem wir unsere Verbergen können. Ich fürchte, uns steht eine weitere Katastrophe bevor, wenn wir uns nicht entschließen, diesen Ort für immer zu verlassen. 8. September 1637. Anton hat endlich beschlossen, dass wir keine Rituale mehr durchführen sollen, bis wir einen sicheren Versteck gefunden haben. In der Zwischenzeit habe ich Intel gebeten, Aprius das Buch weiter zu studieren. 16. November 1637. Anton ist unerwägt auf etwas Großes gestoßen, als er in der Mühle gearbeitet hat. Brachte der Boden unter ihn ein, fiel in einen kleinen Hohlraum, der in der größten Höhle zu führen scheint, die mit esoterischer Energie gefüllt ist. Ist das Schicksal am Werk oder ist doch nur Zufall? Das frage ich mich ständig. 25. November 1637. Meine Forschungen haben eine unerwartete Wendung genommen. Wir kommen unser Ziel immer näher. Einträge von April. Vom April. 26. Juni 1637. April hat eine seltsame Höhle entdeckt, als er wie ungewöhnlich morgens beim Angeln war. Da sah er angeblich Schatten über die Wände lauschen. Und die merkwürdigen Stimmen an diesem Ort ließen bei ihm ersticken. Seine Worte. Anton und Inlil wollten sich das mit mir ansehen. 3. Juni 1637. Diese Höhle ist ein Geschenk. Hittel erkannt das Potenzial dieser Orte sofort. Es fühlt sich an, als würde sich die Welt der Geister und unsere Welt hier berühren. Anton beschloss, hier unser Unterschlupf einzurichten. Hier können wir unsere Messe abhalten und unsere Suche nach der Unsterblichkeit fortsetzen. 18. Juni 1637. Die Höhle ist nun fertig eingerichtet und wir kommen, unsere erste Messe an diesem spektralen Ort abzuhalten. Zur Feier dieser Erkundung führten wir einen wichtigen okkultischen Ritual durch. Der konnte tatsächlich eine Kreatur beschwören, aber nach einigen Minuten konnten wir den Dämon nicht mehr unter Kontrolle halten. Und er greift Anton an. Anton und ich konnten ihn schlussendlich vertreiben, aber Arteridon ist schwer verletzt. Es war das erste Mal, dass eine unserer Experimente gescheitert ist. Anton macht mich darüber verantwortlich. Am besten sucht er sich jemand anderes, der ihm hilft. 23. Juni 1637. Mir ist aufgefallen, dass unser letztes Ritual seltsam kleine Rissen in der Höhlenwand aufgetaucht sind. Wenn man sie näher betrachtet, kann man Schmerzensschreie hören. Ich glaube, sie sind ein Tor zur Hölle. Wir sind womöglich zur Vatikan. Armes Ding. Wie lange sie hier wohl schon vergessen liegt? Und wie kommt es, dass sie niemand bemerkt hat? Vielleicht war der Weg bereits versperrt. Ich kann ihre Anwesenheit spüren. Du hast die Fessel, beschwöre sie. The unies fat astahimi. Mensch. Das Ritual habe ich ziemlich versaut. Seele und Körper, ich beschwöre euch!
Verwechselst du noch immer die Beschwörungsworte? Sieht besser aus. Ihr könnt euch nicht länger verstecken. Vater unser, der du bist im Himmel, ich danke dir für deinen Segen. Da unten geht's weiter. Also nach unten. Guten Tag, Miss Bachelor. Mein Kind, nennt mich Marcy, denn ich bin der Engel Marcy, gesandt euch zu leiten und zu beschützen. Seid auch ihr ein Engel? Ich sehe euren Mann an eurer Seite. Wurdet ihr gesandt, ihn zu beschützen, sein Licht in der Finsternis zu sein? Er sollte sich glücklich schätzen. Ich bin Antea Duarte, aber ich bin kein Engel. Das ist Red McGrath. Wir sind Verbanner. Ich sehe Traurigkeit in euch, Antea Duarte. Traurigkeit und Güte und keinen Funken Bösartigkeit. Danke für die freundlichen Worte, aber auch ich habe meine Schwächen. Ihr solltet auf mich hören, wenn ich euch nette Dinge sage. Denn sie sind wahr. Gott irrt sich nie. Gott spricht durch mich. In meinen Visionen sehe ich sein Licht. Um was bittet ihr ihn? Um was bittet ihr den Herrn? Fragt, und ich werde antworten. Über eure Visionen. Erzählt mir mehr über diese Visionen. Was könnt ihr in ihnen sehen? Er bat mich, seinem Pfad zu folgen, für jene zu leiden, die ich liebe. Wie es sein Sohn vor mir tat. Ich stimmte natürlich zu. Erscheint euch Gott? Nicht direkt. Ich sehe einen Mann Gottes, der von den Seinen verraten wurde. So wie unser Herr durch den Kuss des Judas. Meine Visionen sind Warnungen. New Eden versinkt. Wo sind wir hier? Das ist ein Segen, nicht wahr? Unser Herr hat euch hergeführt, so wie er auch mich herführte. Und woher wissen wir, dass es Gott war? Spürt ihr es nicht? Seine Wärme, seine Güte, sein Licht, er ist es. Wer, wenn nicht Gott, sollte es sein? Gott hat mich an diesen gelobten Ort gerufen, so dass er ihn durch mich erlösen kann. Das, mein Kind, heißt es, ein Engel zu sein. Ich sehe, ihr tragt das Mal des Herrn auf euch. Eure Wundmale. Woher habt ihr sie? Er gab sie mir. Er kam zu mir, legte meine Hände in seine, badete mich in seinem göttlichen Licht und gab mir seinen Segen. Was ist mit euch geschehen, Marcy? Was mir geschah? Ich öffnete mein Herz und ließ das Licht hinein. Und kaum zu glauben, es war schon immer da. Ihr habt gefastet. Habt das Essen, das euer Bruder euch brachte, abgelehnt. Seid ihr deswegen gestorben? Gott gab mir eine Aufgabe. Ich sollte mein Leib opfern, wie sein Sohn es einst tat, so dass mein Volk Vergebung erfahren würde. Ich muss das Licht Gottes in die Herzen der Ungläubigen tragen, auf dass sie dadurch gerettet werden. Ihr habt euren Körper für die Erlösung anderer geopfert? Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Unser Volk ist vom Bösen geplagt. Die Finsternis hält es umklammert. Das ist mir aufgefallen. In meinen Träumen sah ich, wie sie sich winden und in den ewigen Flammen brennen. Ich erkannte die Bedeutung nicht, aber Hugh half mir, zu verstehen. Gott zeigte mir das Untier,
das im Schatten lauert, und ich sah, welche Güte uns im Licht erwartet. Mein Leid erleuchtet den Pfad zur Erlösung. Wir werden mit Yu darüber reden müssen, habe ich recht? Wir müssen euch jetzt verlassen. Gott ist mit euch, mein Kind, ob ihr es wisst oder nicht. Warte, ich spüre etwas. Jemanden, mein Bruder. Ich bin hier. Yu. What? Mr. McGrath, könnt ihr sie jetzt sehen? Ist sie nicht herrlich? Ist sie nicht ein Geschenk unseres allmächtigen Gottes höchstpersönlich? Was tut ihr da? Ich werde weder mein Kommen noch mein Gehen und sie gegenüber rechtfertigen. Das müsst ihr vielleicht doch, Herr Lehrer. Ich weiß, dass ihr mir gefolgt seid. Leugnet es gar nicht erst. Sagt einfach, wieso. Ich wollte mich zur Höhle begeben, aber die Diener des Teufels versperrten den Eingang. Ich hatte gehofft, der Verbanner würde sie vertreiben. Aber zugegeben, ich habe befürchtet, ihr macht alles nur noch schlimmer. Eure eigene Schwester ist verhungert. Wie konntet ihr das nur zulassen? Wollt ihr etwa, dass ich mich gegen den Willen meines Gottes stelle? Nein, niemals. Ich weiß, dass es ihn geschmerzt hat, mich leiden zu sehen. Aber das Leid war mein Pfad zur Heiligkeit. Ach, sie hatte Visionen. Sie hörte Stimmen. Wusstet ihr das? Natürlich, sie haben ihr Angst eingejagt. Gott legte mir eine Prüfung auf. Aber er sandte mir auch einen Führer, meinen Bruder, werter Herr. Habt ihr darüber nicht mit Pastor Davenport gesprochen? Oder mit Haskell vielleicht? Wieso sollte ich das tun, wenn die Bibel unmissverständlich ist? In Visionen zeigt sich Gott den wenigen Auserwählten. Meine Schwester ist eine davon. Ich wusste schon immer, dass Marcy etwas Besonderes ist. Und Gott selbst hat es mir bewiesen. Ihr habt euch gehört. Ihr habt sie ausgenutzt. Ihr habt Marcys Vertrauen schamlos ausgenutzt. Ihr habt sie elendig verhungern lassen. Nein, nicht ihm vertraute ich. Sondern Gott. Der Herr sprach zu mir. Er versah mich mit seinen Malen. Ich ward auserwählt. Zweifelt nicht länger und blickt in das Antlitz eines Engels und auf die Herrlichkeit von Gottes Werk. Sehet eure Errettung. Bringen wir es zu Ende. So, aufstehen lassen. Marcy Bachelor, mein lieber Engel. Eure heilige Mission ist abgeschlossen. Gott hat eurem Volk verziehen. Wahrhaftig? Sie sind in seinem Anblick und in seinem Herzen gerettet? Noch nicht, aber schon bald. Denn der Herr hat eure Gebete erhört und uns entsandt, den Fluch zu brechen. Sind das keine guten Neuigkeiten? Wahrlich gute Neuigkeiten. Die besten. O Herr! Für deinen Segen danke ich dir und lobpreise dich. Und euch, Schwester, danke ich ebenfalls. Gern geschehen. Und nun findet Frieden. Erlösung! Erlösung und das Ende meiner Pein! Es ist vollbracht, mein Bruder. Du hattest recht. Bis bald. Ich erwarte dich zur Rechten Gottes. Lebt wohl. Grafikfehler. Aber okay, ist alles okay.
Was habt ihr getan? Ihr habt uns verdammt. Ihr habt uns alle verdammt. Wir haben sie in Erlösung gebracht. Wir haben sie erlöst. Ja, tja. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Alles in Ordnung. Gleich. Ja. Nur alte Erinnerungen. Deine Schwestern? Eva, hauptsächlich. Hätte ich einen großen Bruder gehabt, hätte ich mir gewünscht, er wäre wie du gewesen. Ich war schon sehr lange nicht mehr an ihrem Grab. Vielleicht finden wir ja die Zeit dafür, wenn das alles hier vorbei ist. Es klingt nach einem guten Ort, um sich auszuruhen, durchzuatmen. Mit rum. Nee, aber ich bin in dem Part hier. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag. Nicht vergessen, Support ist kein Mod. Däumchen hoch, Konto runterlassen. Und morgen machen wir kurz zwei Schnellreisen, dass wir die Missionen kriegen. Also die restlichen Missionen. Machen die Mission so weit, wie wir es können. Und dann... Etwas versteckt sich. Machen wir die Hauptmission. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Ah, hier. Und dann machen wir die andere Mission. Also, die Hauptmission. Also ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist gemacht. Und so kommt runterlassen und morgen geht's weiter. Also bis morgen. Tschüss.